So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Pearl in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Winterrouten gemacht und wir sollten bald am Stärkufer ankommen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Ich dachte ja im letzten Part, hier könnten wir noch ein Pokémon fangen, aber tatsächlich sollte das nicht der Fall sein, da wir noch gar nicht am Stärkufer sind. Stattdessen sind wir hier noch auf Route 217. Der Blizzard tobt, aber das ist in Ordnung. Das ist ziemlich in Ordnung, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir heute schon zur Arena kommen oder ob wir die erstmal außen vor lassen. Aber hier ist Stärkufer. Das heißt, wir fangen hier unser Pokémon. Pantimos. Interessant. Interessant, sage ich mal. Ist nicht schlecht. Interessantes Pokémon. So viel steht fest. Erstmal eine Donnerwelle, würde ich sagen. Erstmal eine Donnerwelle reindrücken. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, damit hätten wir auch mal mit Psycho-Pokémon, das gar nicht so schwach ist, ne? Wäre natürlich noch geiler, wäre es jetzt Fee, aber halt, das gibt's ja erst ab der 7. Gen. Die gibt's ja erst ab der 7. Gen, aber schlecht. Nicht schlecht eigentlich. So, ich denke, ein Slam sollte es nicht töten, wenn es überhaupt trifft, heißt es. Psystra ist die Attacke, die variablen Schaden macht, ne? Glaube ich zumindest. Psystra kann man mehr mal weniger Schaden machen. Von daher ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, wir sollten... Oh. Reflektor, okay. Erhöht Verteidigung, ist okay, denke ich. Wenn, dann sollten wir gleich tauschen. Ich bin doch ein bisschen zu heiß. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein, dass wir hier an dem irgendwie sterben. Dummerweise, nur weil ich zu leichtsinnig war. Auch die wilden Pokémon können eine Gefahr sein. Das sollte man nicht unterschätzen hier. Die Sache ist, ich kann ihn nicht mit dem Schlitz angreifen, das wird zu haarscharf. Das können wir nicht machen. Das können wir einfach nicht machen. Stattdessen Juwelenkraft, denke ich, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Das ist nicht ganz so stark. Ne, okay. Aber ein Volltreffer, der tat schon weh. Ich überlege gerade, wie wir das schon nennen, falls wir es denn überhaupt fangen. Falls wir es denn überhaupt fangen. So, ein Hyperbällchen. Und ich denke, es sollte drin bleiben, oder? Eine so hohe Fangrate kann Pantimos gar nicht haben. Nö, alles gut. Alles gut. Na da, seine Fingerspitzen sondern etwas ab, das die Luft zu einer schützenden Wand werden lässt. Ja, ja. Wir nennen es Hel, die nordische Totengöttin. Ich glaube, vielen auch als Hela bekannt, aber wir nennen es Hel. Einfach weil es tödlich aussieht. Sieht sehr. Es ist bestimmt sehr gefährlich und tödlich, dieses Pantimos. Also von daher. Ich wollte mich nur auf der Stelle. Ich wollte mich nur drehen. Also, ja, wäre noch cooler gewesen, aber ist okay. Ist okay. Es sollte nicht sein. Aber wir hätten Chaterra haben können. Wäre auch cool gewesen, ohne Zweifel. Ohne Zweifel wäre das cool gewesen, aber es soll nicht sein. Von daher, alles gut. Alles gut. Geradeaus sieht er stärker, aber da dürfen wir noch nicht hin. Wach zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich werde die Sache sehr gut machen und mir ein Pipi verdienen. Du kannst gleich Pipi machen, aber dein Pipi kannst du ja nicht verdienen. Jo. Die wilden Pokémon sind aber auch eine Qual. Nee, ich werf gleich wieder einen Schutz an. Wenn es so weitergeht. Wenn das so weitergeht, werfe ich gleich wieder einen Schutz an. Muss ja nicht sein hier, ne? Muss ja nicht sein, dass ich hier genervt werde. Komm. Setzen wir halt einen Superschutz, haben wir gar nicht, aber Top-Schutz ein. Das passt schon. Denn wir sind eh gleich im Blitzach. Also, ist eigentlich vollkommen unnötig, aber ist halt so. Wenn die Pokémon halt meinen nerven zu müssen, ein Hyperball, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Wir nehmen, was wir kriegen können, nicht wahr?
Jetzt sollten wir nämlich schon im Blizzard sein. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ein großer Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wird. Ich warte schon lange auf so einen Trainer, den ich hinausfahren darf. Hier könnten wir nach der Liga rein theoretisch noch ein Sonderareal betreten, aber das machen wir nicht. Weil dieses Let's Play geht nur bis zur Liga. Blizzard, Heimat des Schnees. Brr, in diesem eingeschneiten Ort herrscht immer bedrückt Eiseskälte, aber der Kampfgeist der Trainer und ihrer Pokémon ist wie ein glühender Hitzestein, der uns alle wärmt, besonders der Arenaleiterin. Ja, ich möchte das Spiel nach der Liga beenden. Von daher, also falls wir überhaupt so weit kommen, nee. Ich bringe meinen Pokémon mit Hilfe technischer Maschinenattacken bei. Ich versuche verschiedene Attackentypen miteinander zu kombinieren. Ich habe gehört, die Top 4 der Pokémon-Liga sollen weitaus stärker sein als jeder Arenaleiter. Wird ein Pokémon eingefroren, so taut es nach einer Weile wieder auf. Aber ich an einer Stelle würde auch einige Eisheiler bei mir haben. Ja, sicher. Wir kaufen erstmal ein paar Hyperbälle. Für den Fall der Fälle, nicht? Ein paar Pokémon haben wir doch noch vor uns. Und natürlich ein paar Hypertränke, weil wir haben ja doch relativ viele aufgebraucht. 18 sollten erstmal reichen, denke ich. Fürs Erste, ne? Fürs Erste. Wir gehen natürlich auch gleich ins Pokémon Center, keine Sorge. Aber ich finde die Stadt hier sehr schön aufgebaut, so eine kleine Schneeflocke. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen muss. Ja, durchaus. Willst du zum Tempel von Blitzer? Ach, der weiß, dass du da nicht hinein darfst. Ey. Ja, ich weiß, erst nach der Liga alles möglich. Erst mit Regis, ne? Das ist nicht zufällig ein Pokémon namens Meditalis? Wenn doch, tauschst du als das Meditalis gegen meinen Apollo? Nein, danke. Das macht nichts, wenn du nicht tauschen willst. Aber wenn du deine Meinung änderst, dann kommst du einfach wieder her, ja? Vor allem, das ist eine fiese Trainerin. Wenn du denkst, du tauschst deinen Apollo, das heißt, du denkst, du kriegst einen Gengar, aber das Apollo trägt Nebelstein. Ich mag die Lebhaftigkeit und den Charme eines Mädchens. Ja, ich mag das nicht. Das ist eine ziemliche Bitch. Muss man ja ganz ehrlich so sagen, weil also sowas macht man einfach nicht. Sowas ist ungezogen. Eiskalt hier, die Leute belügen. Nur Auserwählte dürfen den Tempel vom Blitzer betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Ja, ist okay. Ich habe keine Regis, ich weiß. Ich weiß, ich habe keine Regis. Wenn wir irgendwann mal, wir werden ja irgendwann nochmal Pokémon Platin und sowas spielen und da mache ich dann wirklich auch alles, sag ich mal, zu 100%. Sag mal, ist denn nicht kalt? Nur so mit dem Schal und dem Hals? Boah. Also als, was heißt 100%? Wir fangen dann alle Legis und so weiter. Hallo, möchtest du einen Spruch hören? Ja, sicher. Nun gut. Der Bespruch lautet Reinigung. Das ist total in, das zu sagen. Ja, und das sollte man auch täglich machen. Also, schon in, ja. Reinigung ist immer gut. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hier gibt es nichts im Umkreis und das macht uns einzigartig. Ja, ob man sich damit brüsten sollte, ich weiß ja nicht. Ob man sich damit jetzt cool fühlen sollte. Der Schnee verschluckt alle Geräusche, deshalb ist es so ruhig hier. Wusstest du, dass es in der Gegend um Blitzer viele Eis-Pokémon gibt? Hm, ob sie wohl auch im Tempel leben? Also ich habe keine gesehen. Hm. Dieser Ries, wir müssen in die Arena, wir kommen nicht drum herum. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir versuchen es natürlich. Weil wir haben gerade nichts anderes, kein anderes Ziel mehr als die Arena. Hm. Das heißt, wir müssen wohl rein. Na gut. Dann geht's direkt los, würde ich sagen. Pokémon Arena Blitzach, Leiterin Frieda. Das Diamantstaubmädchen, okay. Okay. Von mir aus. Hey du da, wie geht es im zukünftigen Champ? Siehst du die dicken Schneebälle, die hier und dort auf dem Boden liegen? Du musst über das Eis schlittern und zwar mit solch einer Geschwindigkeit, dass du die Schneebälle kaputt machst. Die Arenaleiterin setzt Eis-Pokémon ein. Bring ihre Angriffe zum Schmelzen, indem du heiße Feuerattacken einsetzt. Diese Arena kommt es auf die Konzentration an, also konzentriere dich. Ich hasse diese Arena im Übrigen. Ob ihr es wollt oder nicht, aber diese Arena ist... Ich mag sie einfach nicht. Aber ich denke, das ist auch vollkommen verständlich. Der Trickbund der Arena macht dir schon zu schaffen, oder? Wenn du während des Kampfes nicht die Ruhe bewahrst, bist du verloren. Sie hat ursprünglich, glaube ich, einen Stalos. Super Eistrainerin, oder? Ah, nee, doch nicht. Das ist nicht die. Käfer oder Wasser? Mir wäre Käfer lieber. Oh, ich hätte auch mal Porenda mit reinnehmen, Porenda wieder rausschmeißen können und Parasect mit reinnehmen können, aber... Hm. Naja, nee. Irgendwie vergisst man das dann doch. Ja, wenn es Wasser ist, dann sollte ich Parasect auf jeden Fall mit reinnehmen.
gehen wir gleich nochmal raus aus der Arena, wenn es wirklich die Wasser-Pokémon sind. Weil wenn man ein starkes Pflanzen-Pokémon, also was heißt starkes, wenn man Pflanzen-Pokémon haben, dann sollten wir das vielleicht auch verwenden, ne? Wenn wir Parasect auch mal wieder reinkommt ins Geschehen. Es tut mir ja fast leid um Parasect, aber halt, ich brauche die ganze Zeit einen VM-Sklaven zum Fliegen. Oder auflockern, oder was auch immer. Bisschen nervig. Hä? Hä? Maskering, nicht Käfer? Oder nicht Wasser? Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Ich dachte eigentlich Maskering wäre Käfer. Käferwasser? Ist das Käferflug? Oder Wasserflug? Das muss ich jetzt nachsehen. Sorry, not sorry, aber das will ich jetzt nachsehen. Maskering. Nicht Maskerade, Maskeregen. Hä? Käfer. Käferflug, okay. Ich hätte echt gedacht, das wäre Käferwasser. Aber okay, Flug-Pokémon also. Ja, haben wir jetzt nicht so die Antwort drauf, aber ist okay. Hoffe ich. Na, weiß ich noch nicht. Es muss okay sein. Aber das Gute ist, sobald sich Dragonier entwickelt hat, auf Level 55 übrigens, erst, haben ein Pokémon, was fliegen kann im Team. Ist jetzt nicht das Wahrste, aber... Hä? 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 Das macht gar keinen Sinn. Das erste ist Käferflug. Scherok Stahlflug? Ich dachte mal, Scherok wäre Käferflug. Ich weiß absolut nicht, welchen Typ dieser Arena gerade haben kann. Ich bin gerade sehr... Käfer und Stahl. Hä? Also Käferstahl, Käferflug und Stahlflug. Welchen Typ hat diese Arena? Ich habe keine Ahnung. Aber was nicht verkehrt sein wird, einmal mal mit Snobilica zu starten. Allein wegen dem Mogi-Hieb. Ich bin mehr als verwirrt. Wir haben die ganze Zeit in den Schneestürmen vom Blizzard gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abgehärtet hat. Es scheint Flug zu sein, aber warum? Hä? Ah, die Sache an Staraptor ist kein Nahkampf. Das ist nicht gut. Naja, Mogi-Hieb können wir trotzdem raushauen. Das Zurückschrecken lassen wir uns nicht entgehen. Das ist kein Nahkampf, das gefällt mir nicht. Raus zu Neptun, der kann am ehesten im Nahkampf abfangen, denke ich. Okay, auch wenn er keinen einsetzt, verstehe ich zwar nicht, aber... Das tat weh. Das tat mehr weh, als ich erwartet hätte. Aber okay. Aber okay. Ja gut, das Pokémon ist auch Level 39, ne? Wie hoch ist Friedas höchstes? Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich google jetzt mal nicht. Ausnahmsweise google jetzt mal nicht. Woher kommt deine Stärke? Weiß ich auch nicht. Vom Zaubertrank, glaube ich. Ich glaube vom Zaubertrank. So, mal gucken, wie wir hier durchkommen. Ich versuche natürlich alle Trainer mitzunehmen, kann aber nichts versprechen. Nee, wir werden garantiert alle Trainer mitnehmen. Es ist zu kalt. Ich kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren. Wie kannst du dann reden? Wie kannst du dann reden, frage ich mich. Scherok, ah, okay. Hä? Hä?
Hat diese Arena einen Doppeltypen? Hä? Ich komme gar nicht klar auf diese Arena, ne? Ich komme absolut gar nicht klar auf diese Arena. Was? Hä? Eigentlich dachte ich, der Monotyp dann. Und das für ein Angriff? Facht ein Wirbelwind, okay. Was? Kann mir das einer erklären? Aber Xerox ist Käferstahl, das habe ich gerade nachgeguckt. Oder habt ihr eine Typenveränderung gehabt in der vierten Gen? Nee, oder? Ich bin maximal verwirrt und jetzt wieder Ibitak, hä? Ich setze Nahkampf ein, ich bin jetzt mal mutig. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Das war vielleicht dumm, aber nö, alles gut. Alles gut, gar nicht so dumm, wie ich dachte. Hab nämlich überlegt, überlebt es das oder nicht? Aber Ibitak hat nicht die allerbeste Verteidigung. Von daher passt das schon. Dieses Ergebnis, mir wird kalt, sehr kalt. Ja, ich verstehe die Arena nicht. Also, was für einen Typen hat die an sich? Ich befasse mich seit noch nicht allzu langer Zeit mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Das ist schön für dich. Das ist schön für dich, aber ich verstehe trotzdem noch nicht den Typen dieser Arena. Porenta, jetzt ist es wieder Flug. Hä? Hier sehen Sie einen verwirrten Flasti. Ein mehr als verwirrten Flasti wie. Aber hat Xerox in der vierten Generation den Flugtypen? Weil wir haben ja zwei Xerox gesehen. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Ich kann auch gerade einiges nicht glauben. Meine Wellenstärke wurde durch eiskalte Schneestürme geformt. Jetzt wirst du Zeuge dieser Wellenstärke. Oder ist das so das erste Pokémon, was ich sehe, danach entscheidet sich, welchen Typ die Arena hat? Nee, er scheint Flug zu sein. Ah. Wie passt Xerox da rein? Bitte klärt mich auf. Naja, egal. Kramchef schreckt zurück, das finde ich gut. Oh, der Schlitzer macht weniger als erwartet. Und es boostet sich ein bisschen. So ein kleines bisschen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Spezialangriff steigt. Greift Kramchef nicht sogar eher physisch an? Statt speziell. Ich bin mir ja nicht so sicher. Aber alles gut. Dieses Kramchef ist weg. Und gut ist es. Ingvar. Du warst nicht einmal beunruhigt. Nö. Das war ein okayer Kampf. Lieber Ingvar. Bäh, Ingvar. Ich weiß, es ist ganz gesund, aber bäh. Echt nicht meins. Mann, erstmal den Schneeball hier kaputt, bevor wir die Trainerin da oben herausfordern. Bevor wir das machen, erstmal das eine, dann das andere. Und jetzt können wir so ruhig herausfordern. Wir probieren zumindest mal irgendwie. Irgendwie, sag ich ja. Fühlst du die Ermüdung? Ein guter Trainer lässt sich von seiner Verfassung nicht vom Sieg abhalten. Okay, ich bin noch nicht müde, nö, alles gut. Ist noch alles gut bei mir. Das könnte Flug sein, okay. Das akzeptiere ich, das könnte Käferflug sein. Aber Xerox verwirrt mich, maximal. Die Frage ist, müsste eine Juwelenkraft gegen so ein Viech nicht vierfach effektiv sein? Könnten wir eigentlich mal ausprobieren, oder? Ich glaube, Juwelenkraft ist gar nicht so schlecht gegen dieses Ding. Der Gestein ist auf jeden Fall sehr effektiv auf Käfer und auch auf Flug. Von daher passt schon, oder? Passt. Okay,
Okay, Taubos, ja, ist okay. Ich muss mal probieren, wie Mogehieb wirkt. Funktioniert das nur in der ersten Runde oder bei jedem? Okay, es funktioniert nur wirklich in der ersten Runde. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Ob es nur in der ersten Runde wirkt oder sozusagen bei jeder ersten Runde mit jedem Pokémon. Aber es wirkt scheinbar nur in jeder ersten Runde, okay. Da ist Bastet auch gar nicht so schlecht als Lead, sagen wir es mal so. Oh, nee. Downreigen, was macht denn das? Angriff sinkt stark, Na, Juwelenkraft ist speziell, oder? Kann das sein? Eine der wenigen speziellen Gesteinsattacken, oder? Ich glaube ja. Weil sonst hätte es ja nicht mehr so viel Schaden gemacht. Das ist richtig. Ein guter Trainer wird nachher unabhängig von der Situation siegen, ja? Ja. Bastjo. So. Ach, ich hasse diese Arena, ne? Ich kann mich eigentlich nur blamieren. Hatte ich dir schon, ja. So, kriegen wir zumindest mal die Mitte weg. Schon mal etwas, ne? Komm mal da ran. Ach Leute, ich mag diese Arena nicht. Hier schon was gemacht, ja. Okay. Ich kann mich hier nur blamieren, ne? So ist nicht. Wird das schon weg? Ja. Das tappen wir schon weg. Passt darauf, Lasti. Passt darauf. Ja, worauf soll ich denn aufpassen? Auf dein Kind? Nee, danke. Nee, ich will da in die. Auf diese zwei Bröckchen da. Wie komme ich denn da hin? Am dümmsten. Ich weiß es nicht. Doch so. So kommen wir da hin. Ja, gucke mal, so kriegen wir den schon mal weg. Und dann fehlt nur noch der da. Oder die da, besser gesagt. Ist da oben noch einer? War da oben noch einer? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, da oben ist auch noch einer. Aber den kriegen wir auch schnell weg. Ah ja, ich sehe. Ich weiß, wie wir hinkommen. Das tut man nicht so, als ob ich das nicht hinbekommen würde. Ja, ja. Schaut mal. So geht das nämlich. So machen wir das und jetzt dürfen wir nur nicht aus der Arena rausfliegen. Es kann auch durchaus passieren, dass man aus der Arena rausfliegt und alle Eisbälle sind wieder da. Aber das machen wir nicht. Das machen wir so nicht. So doof sind wir nicht. So, wir heilen natürlich alle Pokémon ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Für den Fall der Fälle. Gut, dann ab geht's. Auf geht's. Zur Frieda. Hallöchen. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Das glaube ich eher weniger. Also je nachdem, was der mir zu bieten hast. Ich weiß nicht, was er Starkes haben könnte, aber... Also ich habe potenziell schon Respekt, aber... Naja, nee. Wenn du mir mit dem Zardu... Oh, 38. Wenn du mir mit dem Zardu anfängst, ich weiß nicht. Ist schon okay, aber wir scouten erstmal mit dem Mogehieb. Also was heißt scouten wir? Wir machen erstmal einen kleinen Step. Ein kleines bisschen Chip-Damage. Schlitzer, reicht der? Nee. Ah, Wunschtraum ist okay. Kann mir aber zum Verhängnis werden. Am liebsten wären mir eigentlich so Käferflugdinger, nicht? Das wäre mir am liebsten. Die kann die One-Hitten. Potenziell. Potenziell kann ich die One-Hitten. Das wäre mir fast das Liebste, aber ich glaube, das bekomme ich fast nicht. Ränkeschmied. Ja, wollen wir uns boosten? Was macht ein Ränkeschmied nochmal?
Aktion zu ändern, wenn es Gedanken. Spezialangriff. Greifen ja eigentlich hauptsächlich eher physisch an, von daher macht es eigentlich keinen Sinn. Tränkeschmied nicht erlernen, nee, macht keinen Sinn. Das ist gut, das freut mich sehr, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Die können wir potenziell one-hitten, ist das ihr stärkstes? Wenn das ihr stärkstes ist, dann wäre ich guter Dinge. Dann wäre ich sehr, sehr guter Dinge. Weil dann ist es weg. Aber sie wird garantiert auch einen Cherox haben, wie man sie kennt. Skorgroid. Ja, Skorgro ist eklig. Flugboden, ne? Ja, und auch noch ihr stärkstes. Was macht denn da die Juwelenkraft, ist die Frage, nicht? Was macht denn die da? Gar nicht. Oh, fuck. Das Ding muss ganz schnell weg. Das Ding muss aber sowas von schnell weg. Oh Gott. Oh Gott. Das Ding muss ja so schnell weg, wie es noch nie einer gesehen hat. Excuse me, what the fuck? Was ist bei meinem Neptune One-Hit KO? Soll ich ihn dagegen machen? Scheiße. Und dann ist es auch noch so schnell. Ich glaube, es hackt. Dieses Ding muss so schnell weg. Trägt das Überreste? Nee, das trägt... Oh, nein. Ich glaube, dieses Skorgro... Dieses Skorgro könnte unser Team fertig machen. Oh Gott. Wie haben wir das denn überlebt? Scheiße. Top-Genesungsbereich. Scheiße. Das kann ich ja nicht mal paralysieren. Scheiße. Ich glaube... Ich glaube, dieses Skorgro, entweder das macht jetzt ganz, ganz dumme Sachen. Oder es sweept uns weg. Komm, wir probieren es mal mit Drachenstoß. Wir können jetzt nur noch hoffen. Ganz ehrlich, ich... Fuck! Oh, ist nur Billikarte schneller. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber es macht gar nichts! Ist das Ding dumm? Das hat uns den Arsch gerettet. Also... Ja, das war mir bewusst, aber das hat uns jetzt den Arsch gerettet. Das hat uns jetzt an einem Totalsweep gehindert. Das Ding hätte uns wegsweepen können, aber es ist dumm. Sie ist dumm.
Das sah aussichtslos aus, aber jetzt mit der Kehrtwende hat sie... Oh. Ay caramba. Ist natürlich schade um Bastet und um Waylord, aber... Ich dachte, das wäre vorbei. Ich dachte ganz ehrlich, es wäre vorbei. Wir haben das Skorkro noch nie weg, ne? Das sollt ihr nicht vergessen. Ihr solltet mich noch nicht siegessicher fühlen. Ich werde das Eis brechen und meine Notfall-Pokémon einsetzen. Ja, toll. Reicht bitte. Sonst ist Pamferno auch weg. Scheiße. Wobei, der hat keine Flugattacke. Und der ist nie mehr geboostet. Das darf ich nie vergessen. Ich kann den Siegeswillen spüren, aber ich werde nicht verlieren. Der hat keinen Boost mehr. Also hätte die nicht die Kehrtwende eingesetzt, wir wären am Arsch gewesen. Jetzt hätte mein ganzes Team komplett lahmgelegt. Aber sie war dumm. Sie war dumm und hat Kehrtwende eingesetzt. Ich mag dich ja schon ein bisschen. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Alter. Das war nicht schlecht. Wow, du bist klasse. Du hast ja meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Aber bevor ich es vergesse, ich muss dir noch das hier geben. Dem für einen Orden. Den haben wir uns aber auch redlich verdient. Was das für ein Orden ist, das ist der für einen Orden. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxel außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und hier habe ich noch etwas für dich. Die TM72. Die da wäre Blizzard? Nee. Lawine. Nimmt an, wenn der Schaden verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Kannst du dir vorstellen, wie viel Konzentrationskraft du dafür brauchst? Ai. Dieses Skorkro. So, brauchen wir wieder zwei neue Teammitglieder. Ich weiß schon eins. Eins ist mir ganz gewiss. Aber das andere weiß ich noch nicht. Ei. Holy shit. Sag ich dazu nur. Oh Gott. So, dann legen wir Waylord und Dings erstmal auf die Bank. Ja. Och, Leute. Ihr wisst doch, wie es ist, ne? Kurz mal in die Control Options. Ganz kurz rein. Ich weiß nicht mal, warum das so ist hier. Ja, wir wollen die Box weiter bearbeiten. Und zwar den Friedhof. Da müssen wir leider hin. Boah, so viele Verluste hatte ich, glaube ich, noch nie in der Nuzlocke. Snobelik hat es war ein saugutes Pokémon, aber... Was hätte ich gegen ein dreifach geboostetes Skorkro machen sollen, das irgendwie auch dann noch alles crittet? Also, es war unmöglich für mich. Neptun war auch gut. War auch mehr als gut. So, mit reinnehmen werde ich auf jeden Fall dich, Griffel. Parasect ist natürlich trotzdem gesetzt. Wir werden es auch einmal mal wieder reinwechseln, einsetzen. Ich glaube, so schnell brauchen wir Fliegen nicht. Also erstmal geht es jetzt zum See der Stärke und danach brauchen wir, glaube ich, wieder Fliegen. Von daher noch ganz entspannt. Der ist kein Teammitglied. Und ich werde Pantimos mit reinnehmen. Ich denke, das ist keine schlechte Wahl. Ich werde die aber erst ab nächsten Part im Rahmen aktualisieren. Gut, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser doch sehr intensive Part gefallen hat. Wenn es ist, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!